So, jetzt starten wir mit RimWorld Part XYZ 1000. Weil inzwischen sind viele, viele Stunden in diese Kolonie reingeflossen. Wobei ich nicht mal sagen kann, es gibt gar keine Anzeige, nur wie viele Tage ich schon hier bin, ne? Aber nicht wie viele Stunden ich spiele. 516 Tage. Jeder Monat hat, jedes Quartal hat 15 Tage. 30, 60 für ein Jahr. Also bin ich schon fast 10 Jahre mit dieser Kolonie dran. Jedenfalls Ingame-Zeit. Tja, hörte ich mal direkt in den Berg gebuddelt. Ach, durch die neue Installation. Ich glaube, seitdem der. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich mit dem neuen Rechner RimWorld anhabe. Oh, es gibt unter der Erde auch Bauplätze für Lebensmittel, okay. Ich überlege gerade, ob ich den Herrschaften eine Krypta bauen sollte. Eine meisterliche Energielanze gebaut. Genauigkeit 100%. Hammer. Außer halt im Nahkampf. Hatte ich Peter irgendwelche Organe geklaut? Nein. Peter ist eigentlich noch ein netter Typ. Wer ist gerade unser Anführer? Katie, oder? Ja. Katie ist auch, sag ich mal, schon sehr sehr überarbeitet. Wie kriegt die Immunisierer-Niere? Also überarbeitet im Sinne, dass die, nee, sehr bionisch, das wollte ich sagen. Überlebensrationen können 60 bleiben. Ansonsten von den anderen 100 Mahlzeiten. Das Fleisch hatte ich ja rausgenommen zwischendurch. Alles klar. Retten? Bewusstlose Personen können gerettet werden. Welche Person ist bewusstlos? Hallo Stubby. Übrigens glaube ich, dass das Soundproblem kam wirklich von der weiteren. Ich habe eine USB-Extender-Karte gehabt, die separat über Strom angeschlossen ist und die hat irgendwie seit der Neuinstallation richtig fette Probleme gemacht. Wo auch die inzwischen Strom bekommen hat. Und trotzdem waren Geräte, die ich angeschlossen habe vor Ort, haben nicht funktioniert. Richtig. Genauso wie das USB-Interface. Und ich glaube, die hat irgendwie ein bisschen gestört. Jetzt habe ich die rausgehauen. Jetzt scheint es besser zu funktionieren. Verdammt, ich weiß nicht, ob Berger tot war oder ob ich Berger abgegeben habe. Ich habe Berger abgegeben, alles klar. Und guten Tag, Mad Max. Ich habe extra für dich das Subziel jetzt erhöht.
Nein, Spaß. Was euch vielleicht auch aufgefallen ist, ich schneide mich inzwischen wieder aus im Livestream, weil ich jetzt kein Performance-Problem dadurch habe mehr, dank des anderen CPUs. Ich entfällt jetzt übrigens dem Bereich hier, weil ich möchte dann südlich von den... Oder möchte ich das wirklich? Moment, ich muss mal ganz kurz überlegen. Weil möchte ich doch hier unten noch ein paar weitere Räumlichkeiten hinsetzen, wenigstens eine zweite Reihe. Und daneben bauen wir eine Krypta für unsere Verstorbenen. Das fände ich auf jeden Fall ganz schön. So, Katie ist verwirrt wegen der Betäubung. Scheiße, bist du gut drauf, ey. Du bräuchst aber auch ein bionisches Bein. Eigentlich brauchen alle bionische Beine. Letzte Woche hast du noch von 300 geträumt. Ja, man muss aber noch sagen, dass die Geschenksaps sind noch nicht ausgelaufen, ne? Müssen wir mal gucken, wo es hingeht. Ich kann mich nicht beschweren. Also wenn wir wirklich, also es ist wirklich überraschend. Aus meiner Perspektive. Hätte ich nicht gedacht. Das könnte verhindern, da ich Flaschen sammeln muss in 2 Monaten. Für alle Verstorbenen. Wir werden die dann auch nach und nach rüberbringen. Ja, weil ich will nicht die Verstorbenen die ganze Zeit in der Kühlkammer haben. Ich werde die eh nicht mehr wiederbeleben können. Es wurden auch schon einige Saps verlängert, ja, und es kamen auch neue Leute dazu, die gesappt haben. Aufgrund der Streams von letzter Zeit. Da ich jetzt natürlich auch ein bisschen Spaß habe, daran irgendwie Reviews zu machen, etc., könnte das sein, dass die zukünftige Streamzeit pro Tag auf 6 Stunden runtergeht. Aber ich guck mal. Das muss ich jetzt einpendeln, dementsprechend, was zu tun ist. Und man braucht natürlich auch wieder mal einen vernünftigen Plan. Nano-Wiederbeleber kann ich auch durch Quests bekommen, aber bis jetzt hatte ich nicht nochmal das Glück, welche zu bekommen. Deshalb lassen wir die Toten ruhen. Die bekommen schöne, ewige Ruhestätte und gut ist. Inzwischen haben wir ja auch wieder neue Leute rekrutiert und... Sollte das nicht eigentlich Katie machen mit dem Aufseher? Damit die ihre beziehungsweise ihre sozialen Fähigkeiten verbessert. Kühlkammer WG. Ich glaube, ich habe noch nie in Rimworld so eine übergroße Kolonie gebaut. Meistens war ich vorher fertig und bin weggeflogen. Entscheiden noch mal im Sommer, was wir anpflanzen können.
gab übrigens wieder ein kleines Update, um ein paar Fehler zu korrigieren in dem Spiel. Zurzeit patchen die wieder ganz gut durch. Und es wurde ein weiteres Content-Update für Prison Architect angekündigt. Aber ich glaube, ich habe vergessen, in den Post reinzuklicken. Deshalb weiß ich nur, dass was Neues kommen soll im Mai. Er sucht eine Hilfe. Onus königliche Archäologen haben unlängst 5 Gefangene aus einem antiken Kryptoschlafbunker geborgen. Sie wollen diese verhören. Psychischer Gesankenleser. Da ist mir die königliche Gunst wichtiger. Ich wünsche, ich hätte einen Gefangenentrakt oder sowas gebaut zwischendurch. Aber ich nehme die an. Also ich brauche die königliche Gunst, weil ich will ja irgendwann mal meine Adlige hochpushen. Dim-dim-dim. Ich hoffe nur, dass ich nicht jeden Tag angegriffen werde. Wegen dem Unsinn dann. Und hier können wir den Kalkstein da vorne holen. Den können wir für ein paar schöne Säulen verwenden. Bei dir stand immer dabei, was die platt machen würde. Hier steht, dass ich die schützen soll. Für ein paar Tage. Also denke ich mal, dass schon jemand angreifen könnte. Naja. Du wolltest Bohrer für Stahl noch aufstellen. Danke für die Info. Ja, das war hier links. Das ist mir auch gerade irgendwie eingefallen, als ich hier rüber geguckt habe. Sogar noch Bauteile in der Wand. Na, ich denke mal auch, dass ich die gut durchfüttern kann. So, alle sind wach, dann können wir ja die Quest annehmen.
plöpp. Wie freundlich. Die hier abgelegt wurden. Oh, die hat ein künstliches Herz. Aber sonst geht's den allen ganz gut. Da ich sie irgendwann wieder abgeben muss, sollte ich sie vielleicht nicht rekrutieren. Ach, die haben den Peter da reingelegt. Seid ihr nicht doof? Nee, die Lynn meine ich. Moment, da machen wir es anders. Ob die doof sind, ist immer die falsche Frage, weil sie sind es auf jeden Fall. Ich habe die Kammer geöffnet im Berg, schon vor etwas längerem. Versuche jetzt die Zimmer ein bisschen schöner zu machen für sie. Dann versuchen die auch nicht auszubrechen, wenn die gut untergebracht sind. So, die Tür brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Das können wir dicht machen. Der eine kriegt sogar ein meisterlich gefertigtes Bett. Vom wundervollen Bob. Der Bob. Die Bob. Lester? Ach, auf den Husky. Ob der Puma flieht. Also ist er eh schon so gut wie tot. So, ihr braucht noch Tische, damit ihr nicht euch beschwert, dass ihr
nicht schlafen gehen konntet. Ja, beziehungsweise vom Bett aus Moment. Vom Bett aus gegessen? Ach, ist auch egal. Okay, das Bett abreißen. Und dann werden die verlagert in die anderen beiden Zimmer. Was ich aber machen kann, ist versuchen, den Widerstand von denen zu reduzieren und damit sozial zu lernen. Hauptsache, ich rekrutiere die nicht. Das machst du toll, Katie. Okay, beruhigendes Brummen. Dankeschön, Geschichtenerzähler. Oh, es gibt kein Holz mehr. Das will ich nächsten Winter mal voll aufforsten. Berger kommt zurück. Bergerine. Und fängt direkt an, wieder Skulpturen herzustellen. Rechtes bionisches Bein implantieren. Körperpurist, den kann ich nichts anhängen. So, Katie bekommt ein linkes bionisches Bein. Und du beschwerst dich, weil ein Energieschildgürtel schon mal bessere Tage gesehen hat. Och, der hat die Wirbelsäule zertrümmert dabei. Warum das denn, Pratt? Du bist Medizin 16, wie konnte das passieren? Unglaublich. Jeder hat mal einen schlechten Tag. Aber voll ausgerutscht.
Händler. Vielleicht haben die mal Neutramid mit dabei. Ach, da darf nur Katie mit den handeln. Das ist natürlich toll, die ist gerade sediert. So, was habt ihr denn so alles? Glitzerweltmedizin. Entgiftungsmagen, Nuklearmagen, Wiederaufbereitungsmagen. Wurde übrigens geupdatet, dass Komma-Preise nur noch angezeigt werden, wenn ein Wert unter 10 Euro ist. Warum ist eine meisterliche Energielanze so billig im Verkauf? Wenn ich von denen ein normales Energiegewehr kaufen würde, muss ich 1600 bezahlen. Oder hier 2200. Was ist das für eine Differenz? Also an sich wäre der Marktwert, wenn ich das richtig sehe, 60% und durch den Gegenstand Verkaufsmultiplikator mal 20%. Moment. Ich glaube, ich sollte im Moment nichts verkaufen. Obwohl, Bier geht noch. Um ein bisschen Geld zu machen. Produzieren ja genug Hopfen. Da gehen die eigentlich auch so gut wie nie dran. Unser Ambrosia. Also irgendwie glaube ich, dass der Patch die Preise ein bisschen verändert hat. Also nicht nur, dass dieses Kommazeichen jetzt halt drin ist, sondern dass irgendwie die Verkaufsgeschichten auch irgendwie ein bisschen merkwürdig sind. Aber leider keine neuen, also kein Neutramid. Das hatte ich gehofft, dass die sowas mit dabei haben. Ich hätte sogar Holz von denen gekauft. In der aktuellen Lage.
Keine Sorge, kriegst du zweite Runde. Ach mein Gott. Das ist witzig, wenn du das Spiel neu installiert hast, wie viele Infosachen wieder kommen. So, Pratt, wo ist denn der neue Energiegürtel? Da. Leg mal deinen aktuellen ab und dann hol dir später den neuen. Hallo Nordwicht, ich grüße dich, schönen guten Tag. Bustner hat das biologische Alter von 57 erreicht und wird taub. Das sollten wir auch beheben können. Eine Ansammlung von hochempfindlichen Sensoren. Verdammt! Du hast recht, er ist Körperpurist. Er hat nur die künstliche Wirbelsäule. Ach komm, wer braucht schon hören? Die Leute reden eh nur über Scheiße. Oh nein, ich... Oder ist das jetzt, weil ich den Scanner ausgeschaltet habe? Jetzt auch nicht, wenn du den Scanner einmal ausschaltest, verschwinden die Markierungen für die Materialien, die du gefunden hattest. Ah. Mm-hmm.
bisschen Licht in das Ding rein, ein bisschen Temperatur. Dann können die da auch bohren in Zukunft. Der Plastall bohrt. Der braucht sowas nicht. So, du bist immun für die Wind, also gegen die Wundinfektion. Dann hat sich das nämlich erstmal erledigt. Dann versuchen wir nochmal ein bionisches Bein rechts reinzumachen. Du machst die ästhetische Nase gerade fertig. Wer bei mir putzt, anscheinend zu wenige. Nicht der beste Mediziner. Aber es hat gereicht. Inessa putzt. Ich glaube, wenn ich Minenarbeit mache, fällt das bei vielen weg, das Putzen. Berger ist ja wieder da, da kann er ein bisschen jagen gehen. Die Bumalupen habe ich alle drüben eingesperrt, beziehungsweise weggesperrt. Räumlichkeiten hatten schon mal Statuen. Ich kann mich auch erinnern, dass ich glaube ich hier einen Aufenthaltsraum machen wollte. Ach, da ist der königliche Tributantreiber. Und ich habe gedacht, er kommt nie wieder. Weil er letzte Mal getötet wurde. Gar kein neuer Titel dafür. Ach so, weil wir jetzt 5 Königliche Gunst haben, der nächste Titel kostet 10 Königliche Gunst. Ich glaube aber, der aktuelle Patch hat auch ein bisschen angepasst, wie viel Königliche Gunst man braucht für die unterschiedlichen Titel.
Hallo Katgur. So, die ästhetische Nase für dich. Willst du es nochmal versuchen? Wer war letztes Mal betrunken? Hallo, Rockstarius. Und wenn du jetzt schon mal sediert bist, können wir direkt auch die bionische Wirbelsäule einbauen. Bitte töte ihn dabei nicht. Danke. Geht doch. Du musst dich bedanken bei mir für was? Jetzt kommt's. Dank dir ist mir neues Haupthaar gewachsen, weil deine Stimme meine Haarwurzeln gekitzelt haben und jetzt habe ich wieder volles Haar. Ach so. Ich mache hier keine Menschen süchtig. Ich zeige nur Spiele. Wir kriegen Besuch. Weibchen Bob und Bergarine. Ja, XCOM 1. 1 und 2 sind ja sehr gut. Moment, stopp, nicht feuern. Boah, jetzt schießt der direkt auf die da hinten, ne? Unglaublich, der hat sogar getroffen. Schön, dass du wach bist, Hund. Ich dachte, die wollten mich belagern. Bis jetzt sehe ich da nicht viel von Belagerung. Ach, da kommt das Belagerungszeug. So, versuch die Brandbombe zu treffen. Oder die Munition, weil dann knallen die alle mit in die Luft. Oh, Treffsicherheit ist wieder begeisternd.
Ah, sehr schön. Ich weiß nicht, wo die mich getroffen haben. Ja, es ist erschreckend, vor allem weil sie eigentlich gute Schützen sind. Oh, ich sehe, das war ein Brandgeschoss. Ach, die schießen das gegen den Berg. Nochmal ein paar getötet. Das war's. Letztes Geschoss. Und das ging ins Nirgendwo. Kann ich höchstens noch mit den Brandgranaten feuern. Wow. Das lief ja besser als gedacht. Ja, eine HE lag noch neben dem Mörser. So, da fliehen sie. Das Problem nur bei HAE ist halt, jetzt verbrennt mir der ganze Kram hier hinten. Da ist einer verwundet, aber der verbrennt gerade. Nehmen wir dich mal gefangen. Und was machst du denn da in der Ecke, hm? Ich sehe, was du tust. Du leckst dich ab. Da liegt auch noch einer, der verwundet ist, aber der stirbt in der Stunde. Da ist das jetzt auch egal. Danke, Valerion, fürs Prime-Abo.
Ja, wie man sieht, sind wir gar nicht dazu gekommen, die Krypta zu bauen. Weil die ganzen Gefangenen erstmal unterbringen mussten. Ah, müssen wir im nächsten Part machen auf YouTube. In dem Sinne, auf YouTube bis zum nächsten Mal, im Stream machen wir noch weiter.